dafür bedarf es eines Genies. Ich bezweifle, dass der Hersteller dieser Mixtur dazu in der Lage ist. Aber Sie wären es, natürlich. Selbstverständlich. Zum Glück werden Sie den Rest Ihrer Tage hinter Gittern verbringen. Chancen ergeben sich immer wieder, denn Glück und Pech sind nichts weiter als ein zyklischer Prozess. Und was mich betrifft, so habe ich das Gefühl, dass sich der Zyklus demnächst wieder zu meinen Gunsten entwickelt. Holmes, das klingt für mich, als würde Schielmann einen Ausbruchsversuch andeuten. Ja, wir müssen zum Direktor gehen und ihn warnen. Stets zu Diensten, Mr. Holmes. Moment, kann ich mir angucken, was er geschrieben hat? Schreiben Sie. Leider nein. Es kommt überhaupt nicht in Frage, dass dein uneheliches Kind den Namen Patterson tragen wird. Du weigerst dich immer noch, mir zu verraten, wer der Vater ist. Ja, geh ruhig zu ihm. Ich werde dich nicht aufhalten. Ich kann nicht. Direktor, Sie müssen Ihren kleinen Familienzwist leider auf später verschieben. Wir haben Grund zur Annahme, dass hier im Gefängnis etwas ausgeheckt wird. Wir müssen sofort handeln. Denken Sie da etwa an... Ja, Schielmanns Anspielungen waren eindeutig. Ganz offensichtlich plant er einen Ausbruch. Wir würden Ihnen dringend raten, seine Zelle durchsuchen zu lassen. Glauben Sie wirklich, dass er etwas versteckt? Ich muss nämlich für eine Durchsuchung Meldung machen und brauche dafür einen triftigen Grund. Direktor, dieses Gefängnis ist nur noch dank seines Rufs in Betrieb. Denken Sie nur an die Folgen eines geglückten Ausbruchs. Man würde es sofort schließen. Und welchen Posten würde man wohl in Zukunft der Person zutrauen, die für diesen Ausbruch verantwortlich gemacht wurde? Sie haben recht. Niemand bricht unter der Leitung von Patterson aus Westgate aus. Ich werde sofort eine Durchsuchung von Mr. Schielmanns Zelle veranlassen. Oberwärter James meldet sich zum Rapport. Die Durchsuchung der Zelle von Häftling Hans Schielmann ist abgeschlossen. Es wurden keine verdächtigen Gegenstände gefunden. Danke, Oberwärter James. Jetzt geht es mir besser. Ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen, Mr. Holmes, ich bin froh, dass Sie sich geirrt haben. Ich glaube, hier gibt es nichts mehr für uns zu tun. Sollen wir gehen, Holmes? Eine Sache will ich noch erledigen, Watson. Und was? Entschuldigen Sie bitte die Störung, Mr. Holmes, aber Miss Jenny möchte Sie unter vier Augen sprechen. Sie erwartet Sie in Ihrem Büro. Das, Watson. Woher wussten Sie das? Warten Sie in der Wachstube auf mich. Es wird nicht lange dauern. Was für ein außergewöhnlicher Gentleman, dieser Sherlock Holmes. Sie haben bestimmt schon viele Abenteuer mit ihm erlebt. Oh ja, Dutzende. Ich dachte immer, er sei unfehlbar. Aber in der Zelle des Rattentöters war nichts Auffälliges zu finden. Ob er sich geirrt hat? Ich muss zugeben... Wärter Brighton, kommen Sie sofort in mein Büro. Das ist ein Befehl. Der Direktor scheint außer sich vor Wut zu sein. Ja, es muss ziemlich wichtig sein, wenn er Brighton befiehlt, seinen Posten zu verlassen. In seiner Haut möchte ich jetzt nicht stecken. Haben Sie das gehört? Ja, und das ist nicht normal. Ich habe Flint noch nie so schreien gehört. Aber warum löst O'Sullivan nicht den Alarm aus? Kommen Sie, Mackenzie, sehen wir nach. Ich komme mit. Nein, Dr. Watson, Sie dürfen da nicht runter. Warten Sie hier auf mich. Nun gut. Aber das Gitter ist verriegelt, Oberwärter. Wir sind eingesperrt. Und dieser Rauch, er kommt von unten. O'Sullivan, kannst du mich hören? Sir?
Sully? Bist du am Leben? Antworte mir, Sully. Was ist los? Kann ich Ihnen helfen? Lösen Sie den Alarm in der Wachstube aus. Damit sollte sich die Tür entriegeln lassen. Beeilen Sie sich, O'Sullivan ist vielleicht in Gefahr. Schlechte Idee, weil dadurch kommt Dingens frei. Funktioniert nicht. Wie? Funktioniert nicht. Geschlossen. Funktioniert nicht. Entschuldigung, niesen. Schlecht. Wir rufen Holmes. Die Tür ist abgeschlossen. Geschrei und Weinen ist zu hören. Da drinnen spielt sich gerade eine Familientragödie ab. Sie werden mich nicht hören. Funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Abgeschlossen. Die Wachen müssen endlose Stunden hier verbringen. Was mache ich denn jetzt? Worauf warten Sie noch? Lösen Sie den Alarm aus, Doktor. Das geht leider nicht. Da ist irgendetwas kaputt. Ich informiere umgehend den Direktor. Nein, Doktor, wir müssen unbedingt O'Sullivan helfen. Gehen Sie durch den Besucherkorridor und schauen Sie, ob er Ihnen antwortet. In Ordnung. Nehmen Sie den Schlüssel. Er muss in der Wachstube sein. Das war der Plan. Funktioniert nicht. Nutzlos. Diese Tür ist mit einem Zeitschloss verriegelt, aber die Tür unten nicht. Geben Sie mir den Schlüssel. Schnell. Ich habe den Schlüssel, Doktor. Danke. Folgen Sie mir, Watson. Wir müssen das Alarmsystem reparieren. Endlich. Da sind Sie ja, Holmes. Ich werde das System einschalten. Watson, Sie stellen sicher, dass der Kontakt hergestellt wird. Ich hoffe, das ist nicht gefährlich. Es hat funktioniert. Ausgezeichnet. Offen. Gehen wir runter. Seien Sie vorsichtig. Laut Ihrem Kollegen sind die Flints nicht mehr in Ihren Zellen. Wir wurden für Zwischenfälle wie diese ausgebildet. Und wir sind bewaffnet. Helfen wir Ihnen, Watson. Die Lage hat sich wieder normalisiert. Danke für Ihre Hilfe, Gentlemen. War uns ein Vergnügen. Aber wo ist O'Sullivan? Er ist nicht mehr da. Hat wahrscheinlich den Besuchereingang benutzt. Ja, und wahrscheinlich ist er erleichtert, dass er aus dem Untergeschoss rausgekommen ist. Gut, wir müssen jetzt alle Zellen überprüfen. Ist das Standardprozedere nach einem Alarm. Wir kommen mit und helfen Ihnen. Und ganz hinten ist O'Sullivan. Sie sind ganz offensichtlich ein Experte im Zeitverschwenden, mein werter Freund. Treffen wir uns am Eingang, wenn Sie fertig sind.
Die Tür ist offen. Alarm! Alles in Ordnung. Er ist unter seiner Decke. Noch. Wie kann er bei dem ganzen Lärm nur schlafen? Zugegeben, normal ist das nicht. Vielleicht hat der Rauch ihn vergiftet. Ich sehe mir das lieber mal genauer an. Seien Sie vorsichtig, Doktor. Er ist gefährlich. Oh, Sullivan! Das ist unmöglich. Er war doch gerade eben noch bei uns. Oder aber, es war nicht O'Sullivan. Mein Gott, er ist geflohen. Der Rattentöter ist geflohen. Tja. Da sind sie ja. Hans ist geflohen. Ich fürchte, diese Ermittlungen entpuppen sich für uns als bittere Niederlage. Ganz und gar nicht, mein lieber Freund. Im Gegenteil. Folgen Sie mir. Was zum Teufel machen wir hier bei der Gefängnismauer? Wir haben eine Verabredung, Watson. Was? Sehen Sie, wer auf uns wartet. Schielmann, ich gehe zurück und alarmiere die Wärter. Nur die Ruhe, er ist harmlos. Aber was macht er hier? Warum ist er nicht weggelaufen? Weil ich ihn gebeten habe, es nicht zu tun. Wollen Sie damit sagen, dass Sie ihm geholfen haben zu fliehen? Kann man so sagen. Alleine hätte er es nicht geschafft. Aber wie? Und warum? Er ist ein gefährlicher Irrer. Holmes, Sie haben mich bei diesem Ausbruch zu einem Mittäter gemacht. Ich verlange eine Erklärung. Und die werden Sie bekommen. Aber zunächst muss ich unseren neuen Freund an einen sicheren Ort bringen. Es wird nicht lange dauern. Ich stoße später wieder zu Ihnen. Sagen Sie mir, wo ich Sie finden kann. Wie Sie meinen. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie da tun. Zweifeln Sie etwa daran? Hier, nehmen Sie diese Notizen. Sie werden sich bestimmt als nützlich erweisen, wenn Sie Ihren Bericht über unseren Besuch im Westgate-Gefängnis schreiben. Also, wo finde ich Sie? Wir sollten unsere Ermittlungen in Whitechapel fortsetzen. Gut. Machen Sie sich auf den Weg. Wir sehen uns dort. Ausbruch aus dem Westgate-Gefängnis. Was Holmes mit seiner Mithilfe bei Hans Schielmanns Ausbruch zu sagen hatte, war so außergewöhnlich, dass ich unser darauffolgendes Gespräch Wort für Wort festhalten möchte. Ich sah meinen Freund an, wie unruhig er innerlich war. Dennoch schilderte er mir nicht sofort die Einzelheiten zu dieser unglaublichen Tat. Erst später erzählte er mir von Hans Schielmanns Füllfederhalter. Dies waren seine Worte. Der Schlüssel zu Hans Schielmanns Flucht war sein Füllfederhalter. In seinem Schließfach fand ich eine Notiz, deren Inhalt ich Ihnen aus dem Gedächtnis wiedergeben kann. Wer clever genug ist, diesen Kasten zu öffnen, soll auch wissen, dass ich einige Tropfen meines Meisterwerks, der Tinte meines Füllfederhalters, beigemischt habe. Da Sie diese Notiz lesen, muss ich mich in diesem Augenblick in einer misslichen Lage befinden. Sie sollten wissen, dass meine Spezialtinte jeden, der damit in Berührung kommt, für eine gewisse Zeit kontrollierbar macht. In diesen wenigen wertvollen Sekunden haben Sie die Gelegenheit, dem Opfer Ihren Willen aufzuzwingen.